Aus Dresden sende ich Ihnen einen herzlichen Gruß. Ich, Heiner Koch, Bischof des Bistums Dresden-Meißen. Seit 9 Monaten lebe ich nun hier in meinem neuen Amt und lerne in dieser Zeit kennen, wie differenziert Sachsen und Ostthüringen ist, wie vielschichtig die Kultur, die Geschichte, die Menschen hier in diesem Lande sind. Was uns als Kirche hier verbindet, ist, dass 80% der Bevölkerung dieses Landes keiner Konfession angehören. Aber das bedeutet zweifelsohne nicht, dass die Menschen und dieses Land gottlos wären. Natürlich, ohne Gott würde hier keiner auch nur eine einzige Sekunde leben. Aber ich entdecke die Spuren Gottes hier im Leben der Menschen, in ihren Fragen, Hoffnungen, in ihren Sehnsüchtigen, in ihren Verlässlichkeiten, in ihrer Solidarität, die ich lebe, in ihrer Verbindlichkeit. Gott ist da. Ich lerne ganz neu, Gottes Spuren im Leben der Menschen und im Leben dieses Landes zu entdecken. Gott ist wirklich gegenwärtig. Mein Bischofswort heißt: Freut euch alle Zeit, der Herr ist nahe. Er ist nahe zu jeder Zeit und an jedem Ort. Das entdecke ich hier auf ganz neue Weise. Damit lerne ich hier auch ganz neu, die Zeit des Advents zu entdecken. Als eine Zeit, in der ich entdecke, wie Gott manchmal ganz überraschend im Leben da ist. Dort, wo ich ihn nicht erwarte und in einer Weise, mit der ich nie gerechnet habe. Gott ist da, manchmal ganz überraschend in unserem Leben. In einem Menschen, in einer Herausforderung, in einer Aufgabe, in der Stille, im Gebet, in ganz leisen Spuren. Die Adventszeit hat eine Zeit, in der ich Gottes Nähe entdecke, neu wahrnehmen lerne. Das ist für mich hier Advent. In der letzten Woche war ich in einem Hospiz und habe mit Sterbenden zu Abend gegessen. Als ein Konfessionsloser, der sich als ungläubig bezeichnete, den Raum verließ, sagte er kurz vor seinem Tod: Und wenn es nun doch Gott doch gibt, dann ist eben alles ganz anders. Und er hatte Tränen in den Augen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie in dieser Adventszeit Gott in Ihrem Leben neu entdecken, dass Sie ihn neu wahrnehmen lernen. Manchmal ist er eben ganz überraschend da, aber er ist an jedem Ort und zu jeder Zeit ganz nahe. Um noch einmal Paulus mit meinem Bischofswort zu zitieren: Freut euch alle Zeit, der Herr ist nahe. Manchmal auch in ganz schweren Stunden.